Naja, Mann, naja, was geht? Iceberg ist heute auch am Start. Ich wollte mir heute auf jeden Fall dieses Video hier angucken. Ein dickes Angebot von Kick bekommen. Ich habe das mitbekommen. Digga, also es streamen voll viele Leute auf Kick, ne? Ich habe keine Ahnung, ich habe das voll verpennt aus Verpenhausen. Ich bin ja nicht so der richtige Streamer. Aber, was ist das hier? Ich habe kaputt gemacht. Aber ich habe bemerkt, dass halt Twitch komplett reingekackt hat. Und, jetzt halt voll viel auf Kick gehen. Mich persönlich juckt es gar nicht, ob ich auf Twitch oder auf Kick oder auf was weiß ich stream, weil das Einzige, was mich halt juckt, ist, dass ich diese Videos auf meinem Zweitkanal hochladen kann. Man Genau. muss sich im Jahr Ich hoffe, Sound ist 2023 oder im Jahr okay. Test, test. 2022, ich bin ganz ehrlich, vor Corona war es schon so, wo man sich gedacht hat, es entwickelt sich irgendwie in eine komische Richtung. Aber seit Corona haben die Leute alle ein Ballaballa und befassen Oh, sich mit aber Dingen, ganz die. kurz, Digga, das ist hier schon eine Macht, Digga. Zack, 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 das ist schon eine Macht. Oftmals vollkommen irrelevant sind, aber sie haben einfach Langeweile. Und das Problem ist, dass diese Langeweile und die Thematiken, die dort angesprochen werden, medial oder Social Media technisch aufgegriffen werden und es Befürworter sogar noch gibt. Ihr müsst euch einfach vorstellen, Frauen haben protestiert und ein Kartenspiel rausgebracht, weil in dem Kartenspiel der König über der Dame ist und die Frau da. Mein Gott, Digga, was geht denn jetzt schon wieder los? Das ist echte Toastbrust, danke für deinen Sub. Dadurch benachteiligt wird. Das hat Aufmerksamkeit bekommen. Das ist mit. Ja, genauso wie das Ampelmännchen, das hat auch Aufmerksamkeit bekommen. Warum ist Ampelmännchen und nicht Ampelfrauchen? Lack, mach, Digga, mach, mach Frau dahin. Also, mich persönlich würde es gar nicht interessieren. Medial gegangen. Das hat Zeitungsartikel bekommen. Ist durch die Medien gegangen. Das kannst du dir nicht ausdenken, weil die Gesellschaft verdummt. Weil die Menschen dumm werden. Die Medien werden dumm. Wir leben in einem verweichlichten Staat mittlerweile. Ich muss es Oh, der redet wie mein Opa, Digga, bisschen. Ich sag ehrlich, Digga, mein Opa sagt genauso. leider so sagen. In einem verweichlichten Staat, wo jeder viel zu sagen hat, aber die wenigsten sich nur noch trauen, etwas auszusprechen. Weil dann auf einmal ein kleiner prozentualer Bestandteil der Gesellschaft auf einmal einen Stock im Arsch Richtig hat, sich eskaliert, ja. auskotzt und die Medien und die Konzerne mit aufspringen, weil sie Angst haben, auch von Genau, dieser Zeit. genau, genau. Oh, Bro, was? Digga, was? Wieso kann der so heftige Retalks führen? Einen Fühle prozentualen ich gerade. gesellschaftlichen, von dem gesellschaftlichen Anteil auch geschätzt zu werden. Es ist zum Kotzen. Und es ist leider wieder nur in Deutschland so. Zumindest von dem, was man mitbekommt. Pass auf, was du sagst, sonst bekommst du wieder was ab. Nein, Digga, ich habe nichts gesagt, was verwerflich ist oder ähnliches. Ich spreche einfach nur das aus, was ich denke und das, was ich sehe. Und ich sage nicht Scheiß auf Gleichberechtigung, Scheiß auf Transgender. Ganz im Gegenteil. Ich finde das alles sehr, sehr wichtig. Und ich bin immer Befürworter davon und werde mich auch immer dafür stark machen, dass beispielsweise in den Bereichen, wo ich tätig bin, Leute akzeptiert werden, wie sie sind, egal woher sie kommen, was sie lieben, es spielt alles keine Rolle. Ich bin bloß nicht damit einverstanden, Safe. wie andere Menschen diese Thematiken angehen und mit was für einem perfiden und widerlichen Verhalten sie versuchen, ihre Meinung den anderen unter die Nase zu reiben, und mich widert es noch Ganz kurz, Digga, wieso heißt der Typ Stinke 94, Bruder? mehr an, dass die ganzen Konzerne einen Stock im Arsch haben und sich bei der anschließen. Ich gebe euch einfach mal ein Beispiel. Das Als ist diese das, ja. Zum Beispiel ist es auch nur in Deutschland so. Also du siehst diese ganzen Audi-Konzerne, VW-Konzern, Mercedes und diese ganzen Automobilindustrie-Dinger halt. Und du siehst halt, die schließen sich in diesem Pride-Month an und jeder von denen hat dann so halt irgendwas mit Pride-Month zu tun und hat zum Beispiel ihr Logo geändert in diese Regenbogenfarbe. Aber halt auch nur in Deutschland, Digga. Weil in anderen Ländern. Guck mal, warum machen die das nicht in. Jetzt habe ich das Land vergessen. Da, wo halt verboten ist. Warum benutzen die sowas nicht in Ländern wie Katar, wo das komplett verboten ist? dieses Ich Ellenbogen. meine, wenn die das ja so unterstützen. Versteht ihr? Die machen das so, wie er meinte. Genau deswegen, dass niemand sagen kann, ey, okay, hier, die springen auch nicht mit auf diesen Zug. EQT, ich kann es immer noch nicht aussprechen und es ist auch wirklich so, ich kann es nicht aussprechen, ich will es auch nicht aussprechen. Nicht, weil ich es damit disrespekten will, sondern, ne? Als diese Thematik aufgekommen ist, ich will nicht sagen, dass das ein schlechtes Thema ist, ganz im Gegenteil. Aber als dieses Thema aufgekommen ist, sind die Heuchler aus dem Boden
geschossen. Die ganzen großen Medien, wie sie alle heißen, auf einmal haben alle die Flagge reingemacht. Auf einmal haben alle gesagt, pro dies, pro das, oh, wir ändern unser Profilbild und. Ich sag nicht, dass der Ansatz ein schlechter ist, aber ich sage, dass das Geheuchlerische dahinter was Schlechtes ist. Das machen die, nicht alle natürlich, aber größtenteils machen es alle, weil sie halt einfach Angst haben, geschitztorm zu werden. Ja, genau. Die Frage ist halt, wo ist dein... Zum Beispiel, wenn Audi das jetzt macht, wenn VW das macht, wenn keine Ahnung wer das macht und Mercedes macht das zum Beispiel nicht, dann heißt es, ey, warum macht Mercedes nicht so ein Profilbild rein? So nach dem Motto. Ich kann genau... Wo sind deine Kopfhörer? Bruder, mein Ohr, Digga. Siehst du nicht? AirPods zweite Generation. So, ja. Die Homo-Ehe sein und alles, was dazugehört und egal, welches Geschlecht du selber bei dir siehst oder als was du dich bezeichnest, ich kann da auch voll für sein und sagen, ey, mach dein Ding, stört mich nicht. Cool, mach dein Ding, solange du dich nicht strafbar machst oder andere verletzt oder ähnliches. Ey, zieh dein Ding durch. Diese Meinung kann ich halt auch haben, wenn ich nicht mein Profilbild bei Instagram ändere oder mir eine, was weiß ich, aber das ist halt das Ding. Sehen und gesehen werden. Und anstatt, dass wir uns alle, finde ich, so die Hand reichen und dass wir alle miteinander arbeiten, denn ein Mensch ist ein Mensch. Es gibt nur einen guten Menschen und einen schlechten Menschen. Und anstatt wir uns alle die Hände reichen und miteinander gehen, habe ich das Gefühl, dass je mehr Internet ich konsumiere, auch gerade dieses Jahr ist echt schlimm geworden, je mehr Internet ich mir konsumiere und je mehr ich mir Dinge anschaue, desto mehr habe ich das Gefühl, dass die Menschen, dass es immer mehr Gruppen gibt, immer mehr Menschen, die sich hassen, immer mehr Randgruppen, andere Randgruppen hassen oder immer mehr. Ich merke das zum Beispiel, wenn ich wirklich jetzt so 2-3 Wochen nicht in der Uni war, ne, und ich wirklich meine TikTok-Videos drehe, mein Zeug mache und sage ich mal, sehr viel arbeite und wenig Kontakt, sage ich mal, in Anführungszeichen, mit gebildeten Menschen habe, wie zum Beispiel in der Uni, die dann so richtig Fachbegriffe droppen, ich merke das, ich werde richtig dumm. Ich merke das total, weil ich hänge auf TikTok, klar, ich hänge auf TikTok, weil es so irgendwie auch mein Job ist, da nach Videos zu suchen, die ich halt in meinem Video erwähnen kann. Aber ich merke halt auch richtig, wie krass mich das affectet. Und nach einer Woche, ich bin dämlich. Ich gehe in die Uni und auf einmal merke ich wieder, ja okay, fuck, ich bin richtig dumm. Ich bin richtig dumm geworden. Und dann gehe ich halt mal eine komplette Woche in die Uni und dann fange ich wieder an, so normal zu sein, normal zu reden. Ich habe so das Gefühl, Bruder, ich krieg so plus 20 IQ-Boost oder so, wenn ich in die Uni gehe. Mehr Gruppen, die Gruppen hassen. Ich habe das Gefühl, diese... Ich glaube, es wird halt hart von Konzernen ausgenutzt, um eben besser dazustehen, aber ich glaube, es ist trotzdem auch gut, weil es eben, klar, auf jeden Fall, also wie gesagt, ich will das ja auch nicht schlecht reden, dass sie das machen. Ist ja auch gut, dass du darauf hinweist und sowas. Aber viele machen das halt auch einfach, genau wie du gesagt hast, um einfach nur kurz besser dazustehen, weil danach ist der Pride Month vorbei und so nach dem Motto, die nehmen das halt alle wieder raus. Ich meine, so ganz nach dem Motto, ja okay, wir unterstützen das Ding halt nur einen Monat und danach halt nicht mehr. Hevis 999, Dankeschön für deinen Sub. Ich habe auch viele Konzerne. Ich glaube auch, ich lasse mich nicht lügen, vielleicht auch Mercedes. Die gehen dann nochmal spezifischer rein und machen Aktionen oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber ich denke, dass halt einfach der größte Teil einfach nur damit mitgeht, weil die halt eben keinen Bock auf den Shitstorm haben. Dankeschön, der Gamer, für dein Stufe 1 Abonnement Geschenk. Diese ganze Mission, die die Leute hatten und die ganze ganz wichtige Message, Liebe zu verbreiten und Respekt und Peace, Love und Harmony. Ich habe das Gefühl, dass diese Mission schon längst verfehlt ist und dass die Leute sich immer mehr disrespekten und nur noch mit dem Finger aufeinander zeigen und jeder unzufrieden mit sich ist. Und es nervt einfach nur noch, Digga. Jeder schaut nur noch auf sich. Die ganzen Heuchler auf Twitch sind genauso. Naja, was heißt, die Heuchler auf Twitch sind genauso? Du musst differenzieren. Wenn ein Onkel Monty, der jetzt hier gerade vor... Differenzieren, Bruder, so ein Wort. Genau das meine ich. Gehe ich eine Woche in die Uni, weiß ich wieder so zu reden. Differenzieren. Sitze ich 3 Wochen zu Hause und gucke mir TikToks an. Bruder, ich vergesse dieses Wort. Vor dir sitzt, solche Worte sagt und ihn deswegen, Luca, was geht, nicht mehr supporten oder Partnerschaften nicht eingehen, dann hat Onkel Monty genug Standbeine sich aufgebaut, beziehungsweise genug Möglichkeiten und Projekte aus eigener Kraft zu erschaffen, um diese mit seiner Reichweite, die er hat, trotzdem noch
zu pushen und zu verkaufen und Geld zu verdienen, weil am Ende des Tages, egal ob ihr darüber mal lächelt oder nicht, am Ende des Tages, wenn wir ganz fair sind, alle Streamer, damit ihren Lebensunterhalt verdienen, sind selbstständig und das ist deren Job. Ein anderer Job als ihr, die 10 Stunden auf dem Bau sind, aber es ist unser Job. Und ich kann in einer gewissen Art und Weise kleinere Streamer oder Streamer, die wirklich auch noch darauf angewiesen sind, regelmäßig Kooperation einzugehen, damit sie in ihrer Selbstständigkeit nicht auf die Fresse fallen und vielleicht auch mal ein bisschen Geld beiseite legen können. Oder diese Kooperation, Digga. Welche Kooperation? Das ist so schade, Mann. Ja, ich krieg eine Kooperation vielleicht in einem Monat oder so. Während ich so wirklich so Leute habe, also ich will mich nicht beschweren. Kooperation ist immer geil, wirklich. Und das ist ja teilweise auch so, dass du halt, oder was er meint, dass halt viele Influencer in Anführungszeichen halt eben nur von diesen Kooperationen leben. Ich kenne da einige und die bekommen halt einfach auch viel mehr Kooperation als ich, aber mein Content ist halt nicht gerade sehr werbefreundlich. Ich heiße auf TikTok, das ist Hundekacke und da merkst du es schon, ja. Dann kann ich das schon verstehen, wenn gewisse Leute lieber das sagen, was die Medien hören wollen, anstatt eventuell das zu sagen, was aus dem Herzen kommt, aber dadurch Aufträge, Kooperationen und Ähnliches zu verlieren und am Ende eventuell in seiner Selbstständigkeit zu scheitern. Ihr müsst im Monat gutes Geld verdienen und über Stream als solches alleine kommt das nicht rein. Twitch nimmt sich immer mehr, an den Abos bleibt immer weniger hängen. Das wirkt sich gerade auch auf kleinere Streamer immens aus. Und dann kann ich schon verstehen, dass die Leute den Sabbel halten, weil sie halt einfach darauf angewiesen sind, dass Unternehmen Produktplatzierung bei denen buchen. Die Wahrheit schweigt, wenn das Para spricht. Ja, das hört sich so negativ an, Digga. Wie gesagt, versetz dich selber einfach in die Situation. Und ich würde behaupten, dass bei dir die Wahrheit auch schweigen würde, wenn es um dein Hack geht, was dir genommen wird. Standardskill und ein Crimex auf Kick schon mitbekommen. Habe ich mitbekommen? Ich finde, dass man Standardskill und ein Crimex jetzt geht jetzt geht es eigentlich um das Thema. Unbedingt. Ich gucke mir das Video an wegen dem Thema, weil ich dachte, was geht jetzt ab? Und es wird direkt reingeprügelt, die ersten 6 Minuten eigentlich komplett was anderes. Aber fand ich gut. Als Sinnbild dafür nehmen kann, ob ein deutscher Streamer auf Kick funktioniert. Ich habe reingeschaut, Standardskill hat um die 1000 Zuschauer gehabt. Das war jetzt nicht so immens viel, finde ich. iCrimex hat so um die 3000 Zuschauer gehabt. Was im Verhältnis zu YouTube auch noch weniger ist, die er sonst hatte. Chat, ich sag euch so, wie es ist. Ich habe noch nicht auf Kick gestreamt, nicht aus dem Grund, weil ich Angst habe, dass meine Zuschauerzahlen da einbrechen. Soll ich euch ganz ehrlich was sagen, was aus dem Herzen kommt? Ich bin es leid, anhand von Zahlen verglichen zu werden. Ich bin es leid, dass Leute immer auf meinen Hack gucken und immer gucken, so viele Zuschauerzahlen, so viele Subs. Ich bin es wirklich leid, immer mit anderen verglichen zu werden. Ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Ich will einfach meinen Streamern machen. Und für die Leute streamen, die da sind. Und es ist mir egal, ob 10.000, 5.000, 3.000 oder 20.000. Es ist mir mittlerweile egal. Da, alter Luca, danke schön für dein Sub. Ich mache das seit 10 Jahren. Und ich habe in diesen 10 Jahren gelernt, Zahlen kommen, Zahlen gehen. Ich mache mir da selber gar keinen Stress mehr. Die Leute machen da so viel Stress immer. Und deswegen ist für mich nicht die Gefahr, auf Kick zu gehen, dass ich da weniger Zuschauer habe. Das ist mir war es nicht so, dass zuerst die ganzen Casino-Streamer auf Kick waren, also Orange Morange und der andere, der so aussieht wie so halt. Boah, der Arme, Digga, erstmal wieder aufrichten. Und Kick ist doch irgendwie so eine Plattform, die selber von Gambling profitiert und dadurch irgendwie finanziert wird oder sowas. Wäre mir vollkommen egal. Der Grund, warum für mich Kick aktuell noch nicht als Plattform in Frage kommt, ist, und das ist kein Disrespekt, in keinster Art und Weise, ich glaube... Warte noch ein Jahr, dann haben wir wieder eine Doppelmoral von dem. Aber ihr alle wisst, wie ich das meine. Warum ich nicht auf Kick streame, ist, weil ich im Vergleich zu Standardskill oder iCrimex streamtechnisch und medial Weltenunterschied zwischen mir und den beiden. No abgehoben, Weird Flex an der Stelle. Das ist aber so. Guckt mal nach, morgen in den Medien, schaut mal nach, ob vereinzelt oder überhaupt irgendeine Online-Zeitung oder eine Gaming-Zeitung oder ähnliches darüber berichtet, dass Standardskill und iCrimex, die trotzdem beide wirklich stabile Zahlen auf YouTube haben, große Kanäle, guckt mal, ob einer von den Plattformen darüber groß berichtet. Aber wenn Onkel Monte von Twitch auf Kick wechseln würde, puh, holy shit. Vertraut mir, würde so Wellen schlagen. Und ich habe keinen Bock, das würde nicht nur medial Wellen schlagen, das würde
bei Twitter, überall würde das Wellen schlagen. Und ich habe keinen Bock, der Sündenbock zu sein und mich wieder volllabern zu lassen von diesen ganzen F***en, dass ich auf eine Plattform wechsle, die durch Casino-Geld unterstützt und aufgebaut worden ist. Dann bin ich wieder der Idiot. Guck, genau, das war das. Das war das, was, ja gut, dann hatte ich recht. Zumindest ist das die Gefahr. Bin ich wieder der Idiot, der die Schlagzeile wäre, Montana Black wechselt. Kick ist irgendwie so eine komische Streaming-Plattform. Ich habe keine Ahnung. Also, das stand ja auch irgendwie im Raum, dass die ja auch Zuschauer gebottet haben. So nach dem Motto, weil Orange, Morange und Skurros da auf Kick gewechselt sind und auf einmal hatten die da 3000 Zuschauer oder sowas. Was eigentlich nicht sein könnte oder hätte können, keine Ahnung. Ich habe mir mal so ein Video von Alpha Kevin angeguckt oder sowas. Deswegen, ich habe keinen Plan, Bruder. Ich stream hier einfach, chill meine Eier, laber ein bisschen hier rum, nimm das Video, lad's auf YouTube hoch, finanziere mir mal einen Porsche und dann ist alles wieder gut. Auf Casino-Plattform. All die Brand-Safeness und es ist auch wichtig. Bitte, lieber Gott. Spaß, Mann, ey. Für künftige Projekte, all die Brand-Safeness, all das gute Image, mein positiver Wechsel vom Charakterlichen, vom Auftreten in meinem Stream. Ich habe jetzt seit 2 Jahren, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, seit 1,5 Jahren habe ich keine Kopfschmerzen, keinen Shitstorm, also keinen großen, war vielleicht irgendwo einen kleinen gehabt, aber nichts Wichtiges. Und das habe ich mir wirklich erarbeitet. Und ich wäre der Gamer, danke schon. Ich wäre bereit vielen zu wechseln Dank, zu einer Bruder, anderen Plattform. Und in dem Fall, wenn wir jetzt über Kick reden, ich finde Kick cool. Mir gefällt die Plattform. Und das Angebot, was sie mir gemacht haben, schmeckt sehr gut. Bruder, schmeckt extremst gut. Wir reden hier nicht über 1-2 Millionen. Wir reden hier über einen Millionenbetrag, der auf jeden Fall über verdammt gutes Geld. Safe, aber auch ganz ehrlich, wenn er zu Kick rüber wechseln würde, das ist das, was er gesagt hat, dann wird das so Wellen schlagen und auf einmal würde jeder gefühlt auf Kick streamen. Weil er ist ja so mit Abstand einer der größten Twitch-Streamer, soweit ich weiß. Vielleicht gibt es ja noch jemand, vielleicht liege ich falsch, keine Ahnung. Aber wenn er halt wechselt, dann bam, dann werden andere... Junge, Alter, Porsche steht schon vor der Haustür, aber leider nicht meiner. Aber Day, Bruder, danke schön für deine 3 Euro. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Und ich hätte das Angebot annehmen können. Aber es ist nicht nur das Geld, was ich verdiene, es ist auch das, was ich im Internet bin. Und ich habe, ja, so ein 2-stelliger Millionenbetrag, ja. Ich persönlich habe aber keinen Bock, wieder der Sündenbock für alle zu sein. Und jetzt können Leute sagen, ja, scheiß doch drauf, nimm doch das Geld und... Digga, ich muss die ganze Zeit rülpsen, weil ich war so im Getränkemarkt. Normalerweise nehme ich immer so Wasser mit Kohlensäure, aber so Medium. So Wasser mit bisschen Blub. Letztes Mal habe ich stilles Wasser genommen, kann ich auch trinken, aber ich mag Wasser mit Blub mehr. Dann hatten die das nicht, jetzt gibt's Classic. Und Classic, Bruder, die haben da so viel Kohlensäure reingeballert, Digga, das ist nicht normal. Ich habe vorhin die Flasche aufgemacht, der Deckel ist einfach hochgesprungen. Da ist mehr Luft drin als Wasser. Die arbeiten mit Chipspacken zusammen. Und mach einfach dein Ding. Aber ich bin es leid, immer nur weil ich der bin, der ich bin, nämlich Montana Black und der größte Streamer Deutschlands oder der meistgefolgte Kanal Deutschlands mit fast 5 Millionen Leuten. Ich habe keinen Bock, wieder meinen Kopf dafür hinhalten zu müssen, wenn ich wechsle. Ich habe mich in den letzten 1,5 Jahren, 2 Jahren menschlich gesehen weiterentwickelt, bin ein anderer Mensch geworden, ruhiger und auch in dem Fall ein wenig brandsafer im Sinne von, auch für Dinge, die ich in der Zukunft geplant habe. Und damit meine ich nicht... Ja, dann heul doch nicht, juckt doch keinen. Irgendeine Produktplatzierung für PUBG oder so eine Scheiße, sondern auch eigene Projekte, eigene Dinge, die ich aus eigener Kraft erschaffen will, an denen wir seit 2 Jahren arbeiten, die jetzt dieses Jahr bevorstehen. Aber da bin ich auch drauf angewiesen. Digga, da sind auch manche Leute im Chat, Digga, die checken das nicht, ne? Du musst ja auch kein Gambling bringen. Bruder, es geht darum, dass die Kick-Plattform an sich nur daraus besteht und die Leute finanzieren kann, weil sie dadurch, durch Gambling Geld bekommen und dadurch überhaupt leben können. Du musst ja dann kein Gambling bringen, Bro. Stehen. Aber da bin ich auch darauf angewiesen, dass andere Leute mich dabei unterstützen, andere Firmen mich dabei unterstützen und. Und wenn ich jetzt diesen Schritt gehen würde, zu Kick... Hallo, kannst du für mich bitte ein Outro machen für einen Vortrag? Ich heiße Neo. Okay, das kannst du jetzt aufnehmen. Aber du musst mir noch ganz kurz sagen, für was dieser Vortrag ist. Also, nee, um was geht es in diesem Vortrag? Sag mir kurz... Was hältst du? Was hältst du für einen Vortrag?
Schreib rein. Ja, Bruder, 10 Jahre warten jetzt. Ich will jetzt Outro machen. Jo, Leute, was geht? User 9K. Was? Social Bots. Social Bots. Und welche Klasse bist du? Welche Klasse bist du? Ja, Bruder, 10er, wenn du das einblendest in deine Präsentation. 5. Klasse. Jetzt kommt so 3 UB. Liebe 3 UB, ich hoffe, der Vortrag von Neo hat euch sehr gefallen. 8. Okay, 8. Klasse. Okay, bist du bereit? Nimm auf. Liebe 8. Klasse von Neo, ich hoffe, dieser wunderbare Vortrag über Social Bots hat euch gefallen. Ihr hattet wirklich Spaß an diesem Vortrag. Ja? Auch an die Lehrerin oder Lehrer natürlich. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie ihn unterstützen würden und ihm eine sehr, sehr, sehr gute Note reindrücken würden. Ich finde, er hat sehr frei gesprochen, viele Bilder benutzt, auch wenn ich diesen Vortrag natürlich nicht gesehen habe. War echt ein geiler Vortrag, Mann. Ich glaube, war gut, gell? Dankeschön für deinen geschenkten Sub. Ich hoffe, du kannst benutzen. Das gibt eine 6. Na, das gibt gar nichts. Fix zu wechseln, würde ich zwar einen dicken Batzen Cash bekommen, aber ich würde Gefahr laufen, dass Projekte, an denen ich seit 2 Jahren arbeite, nicht stattfinden können. Und deswegen ist es für mich aktuell ein Thema, was ich auf dem Schirm habe, aber es ist kein Thema, was ich gerade akut angehe. Nimm das Geld und geh in Rente. Dick, ich bin 35, okay? Ich habe mindestens im besten Fall noch das Doppelte vor mir. Nochmal 35. Ich verstehe, was du meinst. Und für euch, und ich kann es verstehen, für euch ist das extremst viel Geld. Ein 2-stelliger Millionenbetrag ist auch für mich extremst viel Geld. Aber was bringt mir dieses Geld, wenn ich danach einfach nicht mehr glücklich werden kann? Und ich kann dir eine Sache sagen, Diggi. Geld ist nicht alles. Wenn es jetzt ein einmaliges Angebot wäre und ich hätte 0 auf meinem Konto, dann wäre es noch was anderes. Aber ich verdiene auch so gutes Geld. Der Deal, den ich vorgeschlagen bekommen habe, ist ein guter Deal. Und ich habe noch nie einen besseren Deal vorgeschlagen bekommen. Nichtsdestotrotz verdiene ich so gutes Geld aktuell. Und mit den kommenden Projekten, Dinge, die ich geplant habe, wird auch... Was, der ist 35? Oh mein Gott, ich dachte... Da, Bruder, was hast du gedacht? Der ist 50 oder was? Großes Geld verdient und Geschichte geschrieben. Und das möchte ich einfach nicht gefährden, Digga. Ich warte einfach... Ey, der Gamer, jetzt hör doch auf. Hör doch auf. Dankeschön für noch einen Twitch Prime Sub-Geschenk. Es ist für mich nicht ausgeschlossen, dass ich irgendwann mal auf eine Plattform wie Kick wechsle. Aber für mich ist aktuell nicht der richtige Zeitpunkt. Der einzige Grund, wo ich das nochmal überdenken würde, wäre, wenn Kick ihr Angebot deutlich erhöhen würde. Deutlich erhöhen. Was sie nicht machen werden. 100 Millionen, Bruder. Siehst du morgen? Jo, Leute, was geht? Montana Black auf Kick. Und auch nur dann würde ich das Angebot annehmen, weil, warum das? Ich erkläre es euch. Ich würde dieses Angebot nur annehmen, wenn sie das Angebot deutlich erhöhen würden, weil ich dann mit diesem Betrag das Risiko ausgleichen würde, geschitstormt zu werden, weil ich auf einer Plattform streame, die durch Casino-Gelder zustande... Ja, okay, aber der hat doch gerade gesagt, Geld ist nicht alles, bla bla bla, hier dies und das und tritratralala. Er hat auf einmal, ja Bro, bei 100 Millionen würde ich es machen. Gekommen ist und Eventualitäten wie Produkte und Projekte, die in Zukunft kommen, wo Werbepartner abspringen würden, könnte ich mit der Extrazahlung kompensieren. Plus, ich habe auch noch Geschäftspartner. Bei mir ist das, ihr müsst euch das vorstellen, Chat, ich möchte das euch einmal erklären. Manche würden sagen, das ist nicht der richtige Weg, wie ich ihn mache. Andere würden sagen, ich mache es genau richtig. Ich habe ein kleines Management. Ich habe kein Riesenteam von 10 Leuten um mich herum. Ich habe niemanden, der 24/7 mit Werbepartnern schreibt, um mir Deals zu klären. Ich habe ein kleines Team. Ich habe 2 Leute, beziehungsweise jetzt 3 Leute. Das sind nicht nur Geschäftspartner, das sind meine Freunde. Wenn ich diese Extrazahlung bekommen würde von Kick, was sie nicht machen, würde ich einiges davon aber auch gleich an meine Geschäftspartner weiterleiten. Weil ich mit diesen Deal gefährden würde, dass Projekte, an denen die verdienen, mit mir, dass diese in Gefahr gebracht werden und dass das nicht mehr stattfindet.
Und das ist auch der Grund beispielsweise, warum von mir nicht jedes Jahr 3 neue Produkte rauskommen. So eine Shirin David beispielsweise, ich will es euch nur als Beispiel sagen, so eine Shirin David mit ihrem, was war das nochmal, Eistee, glaube ich, den sie rausgebracht hat? Dieser Eistee, den hat sie nicht selber gemacht, in Anführungszeichen. Diesen Eistee hat sie rausgebracht zusammen mit... Bro, ich glaube, ja, die stand in der Küche und hat so Zitrone, Pfirsich und Wasser zusammengemischt, Bro. Die hat selber gemacht. Ich bin mir nicht jetzt sicher, vielleicht verwechsel ich da gerade was mit Krombacher oder Warsteiner. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nehmen wir einfach mal Shirin David als Beispiel. Die hat dieses Projekt rausgebracht zusammen mit Warsteiner oder Krombacher. Das heißt, sie hat einfach nur ihren Namen, so habe ich es mir zumindest sagen lassen, falls ich mich da täusche, kann mich Shirin David gerne darauf hinweisen, dann stelle ich das richtig dar. Sie hat das rausgebracht, aber sie hat einfach ihren Namen gegeben und um alles andere hat sich ein riesen Konzern wie Warsteiner oder Krombacher, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, die haben sich darum gekümmert. Die haben aber auch die Kosten getragen. Die haben produziert und. Dinge, die ich mit meinem Geschäftspartner plane im Hintergrund, laufen so nicht. Wir machen das alles aus eigener Kraft. Das heißt aber auch, dass es viel länger dauert, viel, viel länger und wir dafür... Und das heißt auch natürlich auch, dass du mehr Geld an dem ganzen Projekt verdienst. Wenn du jetzt zu Warsteiner oder zu Krombach gehst und sagst, hey Bruder, mach das mal bitte, die kommen dann erstmal so, okay, aber 20% kriegst du, fertig. Ja, auch das Geld aufbringen müssen und wir tragen auch ein größeres Risiko. Aber am Ende, wenn Dinge, die wir in Zukunft rausbringen, erfolgreich sind und sich gut verkaufen, haben wir auch mehr Gewinn in der Tasche. Yeah. Monty, nein. Also ich habe mal drüber nachgedacht, Eistee rauszubringen. Monty wäre ein cooler Name gewesen, aber dann hat jeder Hans und Schwanz Eistee rausgebracht. Dann habe ich gedacht, nee, habe ich keinen Bock drauf mehr. Koop mit Monty-Joghurt sehe ich dich immer. Bring Wasser raus. Noch, ja, bin ich jederzeit bereit für. Aber ich glaube nicht, dass deren Zielgruppe oder deren Vorstellung von ihrer Zielgruppe mit meiner Zielgruppe übereinstimmt. Wir auch safe, kleine Kinder, Digga. Alle wissen, dass eine Kooperation mit Monte-Pudding, Monte-Monte, einschallern würde wie eine Bombe. Das Ding würde knallen, fragt nicht nach Sonnenschein. Die Frage ist, ob die darauf Bock haben und auch bereit sind, mit einer Person wie mir das einzugehen. Und die Antwort wird vermutlich sein, eher nicht. Bock hätte ich natürlich. Krass.